endlich soweit. Die Fridiziana Alexandrina Navis sticht in See. Christina Cordoba ist schwerhörig, wie über 5 Millionen Menschen in Deutschland. Einen Fernsehabend kann sie kaum genießen. Sie braucht ein Hörgerät. Helfen kann ihr Elena Anton. Die 28-Jährige lernt gerade den Beruf der Hörakustikerin im dritten Jahr. Ihr Ausbildungsbetrieb, die Firma Akustik Peschke in Nürnberg. In der Filiale arbeitet sie schon lange routiniert mit. Bevor der Laden öffnet, fährt Elena als erstes den Computer hoch, steckt die Einzelteile einer sogenannten Messbox zusammen und kümmert sich um die Sauberkeit der Geräte. Hörakustik. Eine große Branche. 2017 haben rund 15.000 Hörakustiker etwa 1,2 Millionen Hörgeräte angepasst. Deutschlandweit sind mittlerweile 3,5 Millionen Menschen mit Hörgeräten versorgt. Wir sind handwerklich tätig. Das mache ich auch sehr gerne. Wir haben den Kundenkontakt, die Kundennähe und auch so ein bisschen dieses Persönliche, was man innerhalb der Anpassung aufbaut. Wir haben den medizinischen Aspekt, also super interessant, und die Anatomie, die Pathologie spielt eine ganz große Rolle. Ja, und dann natürlich die Technik, also die kleinen Computer, an denen wir arbeiten, also die Hörgeräte, sind ja auch kleine Wunderwerke von daher, und das fasziniert schon. Grüß Gott, hallo. Hallo. Ich bin die Frau Anton. Cordoba ist mein Name. Hallo Frau Cordoba, was kann ich für Sie tun? Ich habe Probleme beim Fernsehen, da verstehe ich vieles nicht. Mhm. Und dann auch, wenn ich mit Leuten spreche, es ist dann schon schwierig, dass ich da überhaupt richtig was mitbekomme. Ne? Wir machen einmal die Höhemessung. Ja. Genau. Freundlich sein, verbindlich sein, den Kunden und seine Sorgen ernst nehmen. Das gehört zu den Grundvoraussetzungen dieses Berufes. Angehende Hörakustiker müssen Messverfahren mit verschiedenen Lauten und Tönen durchführen und diese auswerten. Nur so kann später das geeignete Hörgerät ausgewählt und angepasst werden. Ja? Der Kunde nimmt diesen Ton leise wahr und da beginnt eben, sag ich mal, das Hören für den Kunden. Also wo dieser Ton minimalistisch vom Kunden gehört wird, da ist eben die Hörschwelle und mit der möchten wir arbeiten, um dann das Gerät einzustellen. Frau Cordoba, ich gucke Ihnen zuallererst in die Ohren rein. Okay, na gut, jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Einmal, ich gucke mir die... Die besondere Nähe zum Kunden darf der angehenden Hörakustikerin nichts ausmachen. Der Gehörgangseingang ist... Elena Anton benötigt handwerkliches Geschick, um beispielsweise Abdrücke der Ohrmuschel und des Gehörgangs zu nehmen. Damit fertigt sie später das Ohrpassstück, die sogenannte Otoplastik, an. So, okay, Frau Cordoba, sehr schön. Jetzt dürfen wir noch ganz kurz warten und dann ist es fest geworden, dann können wir es aus dem Ohr rausholen. Nach gut 10 Minuten hat Frau Cordoba die Prozedur überstanden. Der Abdruck ist fertig. Damit auch alles stimmt, sieht auch Thomas Andres, Inhaber und Hörakustikmeister, noch einmal nach. In seinem Betrieb lernt Elena das klassische Handwerk. Das wird heute noch so gemacht und wird auch in der nächsten Zeit so gemacht. Allerdings gibt es heute die Möglichkeit, schon Abformungen zu scannen und gleich im Ohr zu scannen. Das ist die Zukunft. In Deutschland ist neue Technik auf dem Vormarsch. Ohne Computer geht hier nichts mehr. Diese Computer, die brauchen wir. Die Schnittstellen haben sich verändert. Die ganze Bluetooth-Technik hat sich weiterentwickelt. Also all diese Dinge werden noch immer besser. Und eine Anbindung zu vielen Möglichkeiten, zum Smartphone, zum Fernsehen, zum so vielen, vielen Varianten.
Diese Fähigkeiten sind gefragt: Einfühlungsvermögen, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter ARD Alpha. Ich mach's. Wer diesen Beruf erlernen will, muss die staatliche bundesoffene Landesberufsschule in Lübeck besuchen. Während der Ausbildung etwa 8-mal für jeweils 3 bis 5 Wochen. Hier sitzt auch Elena Anton im Anatomiefach für Hörakustiker, der Audiologie und lernt die medizinischen Fachbegriffe. Und die sind traditionsgemäß in lateinischer Sprache. Das Innenohr kennt sie schon perfekt. Die Scala Vestibuli, die Scala Media und die Scala Tympani. Und in der Scala Media sitzt das Corti-Organ. Richtig. Und natürlich arbeiten die Azubis hier auch mit Computerprogrammen, mit deren Hilfe sie eingescannte Ohrabdrücke weiter verfeinern können. Hier zum Beispiel haben wir jetzt den Zapfenbereich verändert, indem ich den einfach vom Material her abgenommen habe. Also das heißt, den Zapfen da ein bisschen geschmälert oder konisch zubearbeitet, damit das Ganze dann auch zum Schluss sagen wir, leichter, ordentlicher in den Gehörgang reinkommen kann, ohne dass es eben die Haut mitnimmt. Hier im Computer ist es wirklich so, dass man also die Plastik sieht und man muss auch sehr viel wissen. Also das heißt, ich weiß, dass ich in dem Bereich jetzt wegnehmen muss. Ich kann es nicht fühlen, ich kann es nicht anlangen. Also von daher auch so ein bisschen dieses genaue Wissen, was tue ich da eigentlich? Weil im Endeffekt, wenn mir dann Fehler passieren und ich lasse es drucken, ist das Produkt halt eben fertig. Ne? Ein paar Klicks und schon baut ein 3D-Drucker im Nachbarraum zahlreiche Ohrpassstücke aus Lichtharz auf. Schicht für Schicht. Rund 2 Stunden lang dauert der Druckvorgang, dann sind die Stücke fertig. Allerdings sind diese Geräte noch teuer. Nur ganz wenige Firmen können sie sich derzeit leisten. Man muss aber immer noch bedenken, das Ganze, es ist kein Drucker, den man einfach so kaufen kann für, sagen wir, 160 Euro im Bausatz. Denn es kommt vor allen Dingen aufs Material an. Das Material muss biokompatibel sein. Das heißt, ich kann nicht ein x-beliebiges Material nehmen, ein Ohrstück daraus machen und das dem Kunden ans Ohr setzen, weil das mit Allergien am Ende enden würde. In ihrem Betrieb stellt Elena Ohrstücke bisher noch auf die althergebrachte Art her. So erfährt sie auch mit ihren Händen, wie sich diese anfühlen müssen, um dem Kunden später gut im Ohr zu liegen. Sie schüttet flüssiges Acryl in eine Negativform, die sie vorher aus dem Abdruck entwickelt hat. Bei der Laborarbeit ist Schutzkleidung wichtig. Danach kommt das Ganze in einen Topf, wo das Material unter Druck aushärtet. Jetzt bearbeitet sie das Acrylstück, die fast schon fertige Otoplastik. Dann noch das Ohrstück per Schlauch mit Mikrofon und Verstärker verbinden. Fertig ist das hinter dem Ohr Hörgerät. Die Ausbildungsinhalte: Akustik und Audiologie. Ohrpassstücke anfertigen, Kunden beraten und betreuen. In Lübeck zählt Lothar Kaun zu den rund 100 Probanden, die sich für die Auszubildenden als Testpersonen zur Verfügung stellen. Der 82-jährige Rentner ist mittlerweile mit neuer Technik ausgestattet. Über sein Smartphone steuert er programmierte Einstellungen, mit denen er sein Hörgerät an Alltagssituationen anpassen kann. Von einem Hörakustiker erwarte ich, dass er eine gute Ausbildung hat und dass er immer auf dem Laufenden ist. Denn Stillstand ist in der Technik Rückstand. Und dadurch, dass wir beim Hörgerät alle halbe Jahr ein Muss haben zur Kontrolle, habe ich die Möglichkeit, beim
Hörakustiker immer wieder zu sagen, sag mal, gibt das nicht da noch eine Möglichkeit oder hier noch eine Möglichkeit? Und so stellen Elena und ihr Dozent Volker Burmeister Lothar Kauns Hörprofil ein. Auch dabei ist Präzision gefragt. Ruhig zwei Klicks machen. So, jetzt geht's los. Und einschalten. Die Schärfe wäre jetzt das S-Laute, also dass Sprache deutlicher wird. S und SZ sind ja die Frequenzen oder die Bereiche, die uns ja häufig fehlen. Wir brauchen also ein Hörprofil von dem Probanden, was wir zusammen erarbeiten. Sprich, in welchen Situationen bewegt sich der Kunde, in welchen Situationen bewegt er sich nicht mehr vielleicht, weil er sich daraus gelöst hat, weil wir ihn da gerne mit hin zurückbringen möchten. Als Beispiel, dass er vielleicht nicht mehr so in einem größeren Bekanntenkreis sich aufhalten möchte, nicht mehr vielleicht ins Theater geht und dass wir das wieder zurückführen können. Mehr Infos zu diesem Beruf gibt's im Internet unter ARD Alpha. Ich mach's. Wie in vielen Bereichen ändert sich die Technik rasant. Aber auch die Kunden erwarten und benötigen oft viel mehr Service als früher. So sind Hörakustikmeister Markus Kleiner und seine Auszubildende Jessica Kuhn immer wieder unterwegs, um ältere Kunden auch zu Hause zu besuchen. Ja, wir bauen jetzt erstmal grundsätzlich auf. Ja. Den Laptop. Computer und Messbox gibt es jetzt auch in kleineren Ausführungen, die sich leicht transportieren lassen. So können die Hörexperten bei Rentnerin Gertrud Puschner auch im Wohnzimmer einen Hörtest durchführen. Dann setze ich ihn einmal den Kopfhörer auf. Mhm. Alles funktioniert so wie im Fachgeschäft. Jetzt. Bestimmte Messergebnisse muss man aber noch anpassen. Jetzt. Rechte Seite, linke Seite haben sie gut gemessen. Weil sie gerade kurz gefragt haben, was die Tiefenfrequenzen bedeutet, das ist einfach, weil hier nicht so ein schallgeschützter Raum ist wie bei uns in der Kabine. Mhm. Und da kann es eben sein, dass die Tiefenfrequenzen ein bisschen schlechter ausfallen. Genau. Wichtig wäre einfach, dass es einfach beobachten. Ja. Die Besonderheiten. Mobil sein, bis in den frühen Abend arbeiten, Samstagsarbeit. Über 3000 Auszubildende lernen derzeit dieses Gesundheitshandwerk. Ein Beruf mit Zukunft, denn die Schwerhörigkeit gehört zu den 10 häufigsten gesundheitlichen Problemen. Großlabore wie die Firma Egger in Kempten im Allgäu bearbeiten Ohrabdrücke aus ganz Deutschland. Sie stellen die Otoplastiken mit 3D-Druckern her. Produktionsleiter ist hier Jürgen Lang. Der 40-Jährige hatte Hörgeräteakustiker gelernt, seinen Meister gemacht und anschließend studiert. So hat er die Voraussetzungen für seine heutige Chefposition erworben. Man kann in Oldenburg zum Beispiel weiter Hörgeräteakustik studieren und da dann mit dem Studium weiter in die Entwicklung gehen. Oder in meinem Fall, ich habe Informatik studiert und habe dann das Wissen des informatischen Bereich mit dem Hörgeräteakustiker-Handwerk dann kombiniert. Karrieremöglichkeiten: Meister, Studium, Selbstständigkeit. Christine Chodoba hat sich für ein 6.000 Euro teures Hightech-Gerät entschieden, leistungsfähig und sehr klein. Jetzt sitzt die linke Seite und die rechte Seite dürfen Sie selber probieren, nachdem Sie die vergangenen Wochen die Geräte ausprobiert haben und das genau jeden Tag gekonnt eingesetzt haben. Mit einem Handgriff ist das Gerät im und hinter dem Ohr verschwunden. Ein Hilfsmittel, das der Nürnbergerin wieder mehr Lebensqualität bringt. Perfekt.